warum melde ich mich jetzt und nicht gestern vom Tempel? Ja, gestern war der Bali-Fail. Irgendwie hatten wir überall einen Tag, der nicht ganz so geklappt hat, und gestern war der. Unser Fahrer hat uns gestern abgeholt und dann wollte er eine Straße fahren, die war gesperrt. Dann mussten wir eine Umleitungsstraße fahren, die war dann mega verstopft. Naja, und weil wir ein bisschen spät halt oder knapp losgefahren sind, war dann halt nichts mehr mit Tempel. Wir sind da angekommen, es war stockduster. Naja, und verschieben wir das Ganze auf übermorgen, was halt nicht so gut ist, weil ich eigentlich den letzten Tag, den wir hier sind, chillen wollte, aber naja, jetzt fährt er uns auf jeden Fall dann nochmal hier hin. Heute ist jetzt nochmal ein bisschen Strände-Tour und ein Tempel und dann abends Essen und dann ziehen wir morgen um gegen 2 Uhr dann ins Hotel rüber und ja, alles weiter seht ihr morgen. Ich wollte nur mal sagen, dass der Tag, ich habe auch kein einziges Video gemacht von gestern, weil es so stockdunkel war, dass man nichts sehen konnte. Wir waren danach noch ein bisschen besser essen. Ja, aber sonst habe ich nichts gefilmt davon. Okay. Dann viel Spaß bei den Videos heute. Absoluter Lieblingstag. So traumhafte Strände hier. Und das ist der zweite. Hier kommt jetzt mal die Ausschnitte von dem, wo wir gerade sind. Oder auch davor. Oh, das ist echt traumhaft. Überhaupt nicht voll. Schwer hinzukommen. Und nur im Auto eigentlich, aber so traumhaft. Thank you.
ist so warm hier, kommt wieder die beste Investition des Urlaubs raus, Mann. Bangkok-Handtuch. Einmal mitten ins Fotoshooting rein. So, der Strand war wohl nichts. Um runterzufahren, muss man Gondel oder so eine Seilbahn runterfahren. Die hätte uns fast 30 Euro pro Person gekostet und nein, zu teuer. Jetzt fahren wir zum nächsten, da soll es wohl ein bisschen günstiger sein. Mal gucken. Ja, die Hälfte, immer noch nicht günstig. Aber wenn es sich lohnt, egal. Hier in diesem Privat Beach Club von dem Hotel. Oh, ist richtig geil. Fährt mit so einer Gondel runter und dann kommt man quasi unten an den Strand. Richtig krass. Das Wasser ist hier so kristallklar. Das ist absolut der Hammer. Mega schön. Obwohl es arschteuer ist, lohnt sich. Alter. Das ist hier schon ein Traum. Zum Luxushotel oder so einer Luxus-Villenanlage und man bezahlt dann quasi Geld, dass man runter kann zum Strand. Und ja, kostet ein halbes Vermögen, aber wenigstens ist ein Teil vom Essen mit drin. Deswegen geht's. Aber es ist hier echt, ist zwar am Arsch der Welt, aber mega luxuriös und schön gemacht. Ich möchte gar nicht wissen, was hier es kostet, hier zu wohnen. Aber naja, für uns geht's jetzt weiter. Padang Beach und allen anderen. Kostet nichts.
ist bekannt und rappeldicke voll. Das ist hier erstmal schön Mallorca-Feeling. Windig, aber guckt euch das mal an, warte, Sekunde, jetzt, richtig geil, richtig geil. Einmal hochgelaufen, sonst geht es jetzt weiter nach Hause. Noch einmal einen letzten. Bisschen makaber, man sucht sich hier die Fische aus und die gibt es dann zum Essen. Und er hat gerade gesagt, der Fisch wurde heute Morgen oder heute Nachmittag gefangen und vielleicht landet er bei uns auf dem Teller. Bisschen makaber, aber ja, geil.